Was geht? Ich habe mir wieder ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen was gebastelt. Ich spiele jetzt seit einer Zeit wieder in der Band. Macht heftigst Bock. Jumpcare heißen wir. Hier mal so ein paar Einschnitte kurz. Irgendwie ist mir die Idee gekommen, man könnte ja. Wie bei den Freezers damals, das ist eine Hamburger Eishockeymannschaft gewesen, gibt es nicht mehr. Die haben immer in der Pause, wenn die das Eis neu glatt gemacht haben, dann haben die so T-Shirts verschossen mit so einer Kanone oder Schals oder Mützen. Also da war wohl irgendwie Druckluft drauf und dann haben die das einfach in die Menge geballert. Und wenn man so ein T-Shirt in die Fresse kriegt, tut ja auch nicht weh so. Und ja, jetzt kommt so ein Video halt, wie ich auch mal so eine Kanone gebaut habe. Und beim nächsten Konzert gibt's, also kriegt ihr vielleicht ein T-Shirt in die Fresse von uns. Ja, und dann habe ich erstmal mit so einem Ü-Ei ein bisschen rumprobiert. Habe ich mir erstmal ein Ü-Ei geholt, mal wieder nach langer Zeit. Und die haben da jetzt auch ganz andere Sachen drin als früher. Also, ich glaube, das ist nicht mehr so unbedingt für Kinder. Und dann habe ich da so ein Fahrradventil in so ein Messing. Gewindeteil reingemacht, dass man eigentlich so, glaube ich, für Heizungseinbaukram nimmt und so. Halt ein Loch reingemacht und dann war ja, so ein Fahrradventil da reingeschraubt. Ja, und dann hatte ich auf der anderen Seite noch so einen fetten Absperrhahn und noch so ein bisschen ja, Rohr und dann habe ich da halt so was dran gelötet. Und das hält die 10 Bar auch easy aus. Zehn Bar, Ü-Ei.